Wir sind jetzt hier beim Spiel JCB Pioneer auf dem Mars. Und bei mir ist... Und ihr habt ein Spiel gebaut, da geht es darum, auf dem Mars zu überleben. Warum habt ihr das gemacht? Nun, also eigentlich kam der Publisher mit der Idee zu uns, dass man Konstruktionsfahrzeuge auf den Mars stellen sollte. Und wir hatten den Auftrag, dieses Spiel zu entwickeln. Und wir wollten etwas bauen, dass das so ein bisschen lustig ist darüber, wie es wäre, wenn man solche Konstruktionsfahrzeuge auf dem Mars hat. Aber auch basierend auf wissenschaftlichen Daten. Wir haben auch mit Dr. Maggie Liu einen Wissenschaftler an Bord. Und wir wollten etwas erschaffen, das wirklich auch auf wissenschaftlichen Dingen basiert, mit ein bisschen Science Fiction. Also ich habe im Moment zumindest den Eindruck, dass in letzter Zeit nicht, das ist nicht das einzige Mars-Überlebensspiel, das so auf den Markt kommt. Wie sieht's mit den anderen aus? War das daher, dass da eure Idee herkam? Nee, nicht wirklich. Also wir wissen, dass es sehr viele verschiedene Mars-Projekte gibt, aber die haben alle eine etwas andere Herangehensweise und unserer ist etwas mehr wissenschaftlich. Zum Beispiel die Ressourcen, die man hier finden kann, sind, von denen wissen wir, dass man die auf dem Mars finden kann. Die unterschiedlichen Wettereffekte, die man hier sieht, die kann man so auf dem Mars finden. Auch wenn sie vielleicht hier ein bisschen übertrieben sind, so wie zum Beispiel im Marsianer. Und der andere große Unterschied ist natürlich JCB. JCB Pioneer Mars hat diese Fahrzeuge, die wirklich den Unterschied machen, denn die sind von JCB designt worden und ja, das ist ja auch eine wirkliche Firma. Also war das JCBs Idee oder war es eher der Publisher andersrum? Ja, der Publisher hatte Kontakt zu JCB und ich erinnere mich noch, als eines der ersten Dinge, die wir machen mussten bei diesem Spiel hier und ich die Idee halt gepitcht habe an JCB, an die Headquarter, waren die wirklich sehr zufrieden mit der Idee und haben ihre Marke zur Verfügung gestellt. Und das industrielle Design-Team bei JCB hat entsprechend die Dinge hier entworfen. So, wir sind jetzt hier an der Stelle, wo das Spiel gerade gestartet ist. Wird der Spieler dann auch demnächst an dieser Stelle starten, wenn sie selber das Spiel starten? Oder ist das ein eigenes, für Gamescom entwickeltes Bild? Nee, also das Spiel ist ja im Moment so, wie es hier in der Early Access ist. Und jetzt muss ich hier gerade diesen Staubteufeln vorbei, diesen elektrostatisch geladenen. Und ich versuche jetzt hier durchzukommen zu dem Habitat, ohne mein Auto zu verlieren. Denn diese Dust Devils, diese elektromagnetischen Stürme, die ziehen an meine Energie. Und das ist so ein bisschen so wie bei Marsianer, wo Matt Damon dann halt zu einem anderen Landing Site geht. Und in der Fiktion ist es so, wir haben hier also massives Material verwendet, um halt entsprechend die Fiktion für dieses Spiel zu erstellen. Oh, was ist da gerade passiert? Das kann vielleicht an unserem Screen Recording liegen, das ist irgendwie, aber das funktioniert, keine Sorge. Okay, aber in unserem Spiel können wir bitte neu starten kurz. Okay, nach einer kleinen Schnittpause sind wir zurück. Wir hatten einen kleinen Fehler entdeckt, der es uns so möglich gemacht hätte, weiterzuspielen. Aber ja, das ist halt, wenn man sich ein Spiel anschaut, sehr früh vor dem Release anschaut. Also da können schon mal merkwürdige Dinge passieren, wenn es nicht zu oft passiert. Es ist vollkommen normal. So, wo waren wir? Ja, wir gehen hier in dieses Hub und was wir hier rausfinden ist, dass dieses Hub beschädigt ist von dem gleichen Sturm, der uns bei unserem Abstieg auch beschädigt hat. Also müssen wir das Ganze jetzt reparieren. Das heißt, wir schauen uns das erstmal an und analysieren und finden heraus, wo ist der Schaden. Und das mache ich hier gerade. Sobald wir dann zurück im Habitat sind, Dr. M, das ist die AI-Version von Dr. Maggie Liu, diejenige, die uns hilft, dieses Spiel auch zu machen. Die sagt jetzt, also wir sollen hier eine Reparierkanone bekommen. Oh, das ist natürlich interessant, eine Reparaturkanone zu haben. Normalerweise machen die ja eher das Gegenteil als reparieren. Oh ja,
Wir machen einige Dinge, die hier in diesem Spiel andersrum sind als in der Realität. Und wir haben hier Nanotechnologie ausgesucht, weil wir wollten etwas bauen und herstellen, und so, dass wir mehr herstellen können auf dem Mars. Und zu Beginn des Spiels hat man einen begrenzten Vorrat an Sauerstoff und Nanomaterial, aber man kann dann halt später weitere Materialien finden und entsprechend die Dinge bauen. So, ich habe jetzt gerade das Solarpanel repariert und gehe zurück hier in die Basis, und es gibt allerdings noch mehr Dinge, die ich jetzt erstmal unglücklicherweise reparieren muss, noch mehr Dinge. Gibt es denn dann entsprechend Waffen im Spiel? Gibt es denn auch irgendwas, auf was man schießen kann? Also, das ist immer so im Hinterkopf bei uns, dass Leute eventuell irgendwie auch was schießen wollen. Naja, es gibt aber auch Leute, die Spiele mögen, wo man eben nicht schießen muss. Genau. Und dieses Spiel ist von Grund auf erstmal ein kooperatives Spiel, auch wenn der Release, der Early Access Release, erstmal Singleplayer sein wird. Werden wir auf jeden Fall den kooperativen Multiplayer zu dem Spiel hinzufügen, sodass man also gemeinsam überleben kann. Wie auch immer, wenn man das so ein Streamer hat, habe ich mir von einem Streamer habe ich mir halt die Footage angeschaut und habe dann hier in der Werkbank hat er eine Waffe gefunden. Also es könnte sein, dass es da Dinge gibt, auf die man in der Zukunft schießt, aber im Moment gibt es das nicht. Als ich dir eben über die Schulter geschaut habe, bevor wir das Recording aufgenommen haben, da gab es einen Text auf dem Bildschirm: Du hast so viele Stunden überlegt. Ja, das stimmt. Überlebt. Ist es das Ziel des Spiels, so lange wie möglich zu überleben, und man wird dann irgendwann sterben, oder wie? Ja, es gibt halt sehr, sehr viele Arten, in diesem Spiel zu sterben, und das Ziel ist wirklich, so lange wie es geht, zu überleben. Und das erste Leaderboard in diesem Spiel wird natürlich sein, wie lange haben Leute hier wirklich überlebt. Ja, normalerweise, wenn man jetzt so seine Basis baut, wird es ja weniger und weniger riskant, weil man hat dann halt eine sehr zuverlässige Energieversorgung, oder wenn irgendwie der Strom mal ausfällt, hat man Backups. Wie sieht das hier aus? Passiert das hier auch? Ja, es gibt viele unterschiedliche Wege, wie man hier die Zeit verlängern kann, seine Überlebenszeit hier auf dem Mars. Eine Art ist natürlich, weitere Gebäude zu bauen und Backup-Systeme zur Verfügung zu haben. Aber wenn man zum Beispiel ein Gebäude hat, das dann entsprechend Nahrung anbaut, solche Dinge. Aber wenn diese Gebäude beschädigt werden oder noch nicht existieren, dann verliert man natürlich dieses System. Und es ist also schon angeraten, dass man nicht nur ein Gebäude baut und dann davon überlebt. Also dann baut man lieber zwei. So, hier sind wir jetzt gerade dabei. Wir fahren in Richtung einiger Ausrüstung, dass ich bergen kann. Können wir irgendwas machen, um zu verhindern, dass unser Monitor sich hier gleich verabschiedet? Oh, nein, wir müssten eigentlich gleich nur hier eben zurückswitchen. Aber mein Controller hier, normalerweise habe ich hier meine Assistenten, die hier jetzt einen neuen Controller für mich holen würden, aber wie viel Landschaft habt ihr insgesamt modelliert und glaubt ihr, dass es realistisch ist? Also, sehr viel ist realistisch, aber sehr viel ist auch Level-Design. Wir haben vom Mars Renaissance Orbiter, von der Kamera Hi-Rise, haben wir die Topografie, die Kamera eingefangen hat, verwendet, um die Höhen Map hier zu erstellen für das Spiel. Aber wir haben natürlich auch einige Dinge im Spiel hübscher gemacht und haben ein bisschen Level-Design eingebaut. Zum Beispiel diese Jump-Sequenz, die wir gerade hatten. Also einiges ist Level-Design und einiges ist real. Und wir hoffen, dass es... Wir hoffen, die Übergänge sind flüssig. Ich kann hier im Moment auch weiter springen, weil die Gravitation natürlich niedriger ist. Und was ich gerade mache, ist, ich suche meinen Weg zurück zu meinem Fahrzeug und
dann werde ich zur Basis zurückkehren, die ich mit den Materialien, die ich gerade gefunden habe, und dann kann ich diese Materialien verwenden, um mein Habitat zu reparieren. Und das ist natürlich relatives Glück, wenn man so einen Satellit findet, der den Crash überlebt hat. Ah, es sind Teile oder Rückstände oder Trümmer von vorherigen Missionen zum Mars. Und also wir laden dich natürlich auch dazu ein, hier zu erkunden und diese Dinge zu finden, denn es wird dir möglich machen, Dinge zu finden, die du normalerweise so auf dem Mars nicht finden würdest. Du hast gesagt, es geht hier auch um Mining und Ressourcen zu finden. Welche Ressourcen gibt es denn? Oh, es gibt verschiedenste Arten von Ressourcen und es ist so eine Art ein Test an deine Chemiekenntnisse. Es gibt rohes Eisen als erstes und Dinge wie Zink, Kupfer und ja, eine ganze Bandbreite von Mineralien. Und diese Mineralien sind halt Elemente, die wir auch mit unseren Wissenschaftlern abgestimmt haben, die auf der Mars, nahe der Marsoberfläche existieren können. Und die ermöglichen es natürlich auch ein bisschen mehr Authentizität bei der Herstellung der entsprechenden Gebäude im Spiel. So, ich gehe jetzt erstmal hier rein und dann packe ich hier die Komponenten hier in das Hub. Und dann kann ich, wenn ich Glück habe, andere Komponenten finden, von der die Basis mir gesagt hat oder wo unser System mir davon erzählt hat. Also das ist, wenn das Spiel, so wie das Spiel aussieht, wenn man startet. Du hast aber eben gesagt, du kannst uns ein bisschen zeigen, wie das Spiel sich dann später, wie das Spiel sich später anfühlt, wie es später aussieht. Du hast ja irgendwelches Videomaterial. Ja, das haben wir. Soll ich das mal für dich anmachen? Dann können wir uns das mal anschauen. Ja, sehr gerne. Okay, dann lass mich mal eben kurz hier. Was ich jetzt machen werde, ist, das ist, wo habe ich es denn? Dann müssen wir mal eben kurz das Spiel schließen. Vielleicht kannst du das auch auf einen USB-Stick geben, dann kann ich das. Also ich habe natürlich einen USB-Stick in meiner Tasche mit dem Material. Also, wir haben diesen Teil des Spieles jetzt gemacht. Wir haben die Komponenten gefunden. Wir gehen damit zurück zu unserer Basis. Und wir haben das jetzt zum Habitat hinzugefügt und das Habitat repariert. Was das bedeutet, wir können jetzt verschiedene Dinge machen. Wir können zum Beispiel das Fahrzeug upgraden. Und was man hier jetzt sieht ist, also es gibt natürlich auch ein paar Schnitte und Edits hier und ein paar Sachen, die wir vom Spiel haben. Jetzt haben wir natürlich endlich auch gutes Wetter. Ja, also du siehst im Hintergrund auch so ein bisschen, wie der Sturm verschwindet aus dem Sichtfeld und der Mars klärt sich vielleicht etwas auf, er heitert auf. Und im Moment sollen wir also jetzt unser Fahrzeug ändern. Genau, da ist unser Fahrzeug. Und man kann jetzt im Hintergrund immer noch sehen, wie der Sturm im Hintergrund ist, aber er bewegt sich jetzt langsam weg. Aber dieser Sturm kann natürlich auch zurückkommen und deine Basis herausfordern und Gebäude zerstören oder deine Suit, deinen Anzug ruinieren, also in Zukunft aufpassen. Aber die Basis wurde jetzt noch nicht ausgebaut. Nee, noch meine Basis noch nicht, aber was wir jetzt hier sehen, ist dank der Power des Fernsehens und was ich früher gebaut habe, ist hier, wir können also hier das sehen, was die Spieler im Early Access bekommen. Das war der Tech Tree. Jetzt haben wir gerade hier das Fahrzeug geupgradet. Und genauso wie bei zum Beispiel beim Bausimulator oder Landwirtschaftssimulator kann man natürlich hier diesen Arm auch von dem Fahrzeug kontrollieren. Aber das muss man erst bauen, oder? Genau, das hat man nicht von Anfang an. Das spiegelt auch so ein bisschen die Geschichte von JCB selbst halt wieder. Die hatten also am Anfang halt irgendwie einen Traktor und dann haben sie da hinten so einen Backloader dran gebaut und dann haben sie halt immer ein weiter nützliches Fahrzeug gebaut. Das macht man auch hier im Spiel und ist auch so ein bisschen wie die History. Hier haben wir noch ein paar weitere Fahrzeuge, die nicht in Early Access sein werden. Hier haben wir jetzt einen großen Excavator und das hier ist ein großer Crawler. Also ein großer
Truck. Und dann haben wir hier was für die Zukunft. Vielleicht für den Multiplayer. Und das sind alles Maschinen, die wirklich existieren in der realen Welt. Naja, also der Excavator schon, also der Bagger. Aber er wurde natürlich modifiziert. Aber der letzte, den wir natürlich gesehen haben, der existiert nicht in der Realität und ist eine Arbeit der Science Fiction, ein Ergebnis von Science Fiction. Aber näher zum Release können wir ein bisschen mehr darüber erzählen. Wann wird das denn sein, der Release? Also, wir hoffen, das Spiel in Early Access in 7 Tagen zu veröffentlichen. Also, ihr seht, wir haben jetzt hier die Überlebenselemente drin, wir haben die Bauelemente drin und der Split zwischen diesen beiden Komponenten ist ungefähr 50-50. Und da kann man ein bisschen entscheiden, was will man da herausfinden, und wir können auch herausfinden, was die Community will, und können herausfinden, was die Community will, und das auch reinbauen. Also hier haben wir auch den Stadtbau-Aspekt, der ist fully featured, wie man so schön sagt als Ami. Wir können also hier die Materialien raffinieren, wir können da weitergehende Gebäude, fortschrittliche Gebäude bauen, wir können mehr Technik erforschen, wir könnten erweiterte Strukturen bauen. Und das sind dann hier, so werden also größere Basen aussehen im Spiel. Und es dauert Stunden und Stunden, an diesen Punkt zu kommen. Also, es kann doch jetzt nicht zu schwer sein, hier noch zu überleben. Naja, man kann immer noch sterben, weil so ein Gebäude kann auch mal explodieren und dann Strahlung verursachen. Und ich habe noch kein Strahlungsschild, also sterbe ich auch. Es gibt also viele, viele verschiedene Möglichkeiten zu sterben. Ich sage auch gerne mal, das ist ein Todessimulator. Also nicht ein Überlebenssimulator. Aber wie man sehen kann, zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann man schon sehr viel von der Map sehen. Die Staubstürme sind weg, aber so wird es aussehen, wenn die Staubstürme zurückkommen. Also, wie ist denn das jetzt mit Early Access? Wann kommt es? Es wird am 31. August 2017 im Early Access sein. Das wäre also dann morgen. Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir mehr von dem Spiel in aller Kürze sehen werden. Und da kann ich schon mal verraten, ja, ich werde das morgen zeigen, wenn es klappt. TM. Letzte Frage, wie immer. Dürfen wir das Material, was wir aufgenommen und das Interview zeigen? Ja, was soll ich sagen? So was Geiles. Ich habe richtig Bock drauf, das mit euch zu spielen. Wenn es klappt, wie gesagt, morgen. Ich bin immer noch in der Uhr hier. Ich hänge in der Uhr in der Zeit. Im Moment ist echt alles zu viel. Aber ich werde die Zeit hoffentlich finden. Und dann gibt es noch weitere Gamescom-Videos und weitere Perlen wie diese. Sagt es allen weiter und lasst gerne ein Abo da.